begrüße Bromberger Stefan, gratuliere ihm zu seinem heutigen Geburtstag. Danke. Und bitte gleich als erste Frage um eine Bewertung seiner heutigen Partie gegen Howell. Ja, ich habe mich natürlich am liebsten selber beschenkt, ja. Aber die Partie hat es einfach letzten Endes nicht hergegeben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich ihn am Ende vielleicht besser unter Druck setzen konnte. Es war ein ganz normaler geschlossener Spanier, Chigorin-System mit Springer D7 und dort gibt es so eine Hauptvariante, in der Schwarz ED-CD nimmt und das Spiel in Benoni-Strukturen überleitet. Genau das hat er gewählt. Und ich habe ein bisschen überlegt, ob ich abweichen soll oder die Partie in sehr scharfes Fahrwasser lenken soll. Ja. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden, bin damit unter anderem auch dem Vishy Anand gefolgt, der da eine Modellpartie gespielt hat. Ja. Und ich wollte so einen ähnlichen Angriff dann inszenieren. Er ist vorher abgewichen und hat eine Fortsetzung gewählt, nach der ich eigentlich einfach ein kleines bisschen besser stehen sollte. Ich habe das freiere Figurenspiel, bisschen mehr Raum und konnte dann auch auf der A-Linie mit meinem Turm auf A7 einsteigen. Aber letzten Endes spann da noch nicht allzu viele Drohungen raus. Er hat dann selber ein sehr gutes Turmmanöver gebracht, mit dem er meinen Druck gegen den Bauern D6 neutralisiert hat und anschließend seinen Läufer auf die lange Diagonale gebracht. Danach bin ich mit E5 im Zentrum durchgebrochen und es hat sich schon sehr viel weggetauscht und ich habe diesen freien D-Bauern und eine gewisse Initiative. Und ja, an der Stelle muss man wahrscheinlich ansetzen, aber es ist dann letzten Endes verpufft. Ja. Ich war nicht allzu weit weg davon, ein bisschen was zu haben, aber letzten Endes dann doch Remis. Gut, meine zweite Frage, sollte Bayern München absteigen müssen in die zweite Liga, wie sieht da Ihre Zukunft aus? Ich habe schon den Verantwortlichen gesagt, dass ich auf jeden Fall bleiben werde, also zumindest für die nächste Saison mal garantiert. Ja. Und sicher ist die erste Liga viel, viel besser als die zweite, ja, in der man fast oder zumindest ähnliche Anreisen hat, nur halt eben für lediglich eine Partie am Sonntag. Aber trotzdem, wir werden wahrscheinlich im großen Kern die ganze Mannschaft so zusammenbleiben und dann schauen wir, dass wir wieder aufsteigen. Ich danke fürs Interview. Bitte.